Und weiter geht's. Bei Fahrenheit nicht mehr allzu lange. Dann haben wir es geschafft. Und zwar haben wir in der letzten Episode Tyler verabschiedet. Der geht nach Florida. Nun gehen wir ins Waisenhaus und holen das Ich Indigo-Kind darf ab. keine Zeit verlieren. Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. Ihr wisst ja, wenn es eigentlich laggen würde. Hallo? Hallo? Sie dürfen da nicht rein. Tja, Pech. Ich muss mich beeilen. Das Orakel wird jeden Moment da sein. Höchstwahrscheinlich, wie ich es kenne, ist es im letzten Haus, im letzten Zimmer. Bist du... So sah sie in meinen Visionen nicht aus. Eben nicht. Und dann höchstwahrscheinlich im Haus, im Häuschen nebenan. Weil es ist irgendwie immer das Letzte. Sie dürfen da nicht rein. Tot. Ich habe dich im Traum gesehen. Du musst mit mir kommen. Wir müssen sofort von hier weg. Völlig teilnahmslos, als wäre sie gar nicht da. Schön apathisch sein. Einfach mitgenommen. Was wäre das jetzt, wenn ich ein Menschenhändler wäre? Hallo. Aha, du lebst also noch immer. Klar. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Bin MLG. Gib mir das Kind und ich gewähre dir einen raschen Tod. Wenn du sie zu deinen Gebietern bringst, wird sie dazu herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven. Was kümmert dich das? Du wirst tot sein, bevor dies eintritt. Gib mir das Kind. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ich gehe einfach durchs Fenster, ganz einfach. Bin MLG. Oder durch den Notausgang. Sieh zu. Bei allem angefangen kann ich mit diesem MLG-Zeug nicht mehr aufhören. Das ist so schlimm. Ich hau einfach ab. So, und was? Du musst hier bleiben und rühr dich nicht vom Fleck, okay? Ich komme zurück und hol dich. So apathisch wie sie ist. Oh, jetzt Fighting Scene. Jetzt wird's richtig übernatürlich hier. Bam, bam. Und ihr könnt das wieder genießen, während ich nur auf diese farbigen Twisterkreise gucken muss. Aber wenigstens machen wir den Kollegen jetzt ordentlich fertig. Da hat er sich ordentlich verschätzt, der Orakelmeister. Das Game erinnert mich irgendwie so ein bisschen an True Crime Streets of LA. Nicht etwa, weil es die gleiche Spielmechanik hat oder so. Nein, nein, bei weitem nicht. Sondern mehr, weil es am Anfang auch so ganz normal und realistisch anfängt, während es dann am Ende wirklich ins Übernatürliche abdriftet. Komm schon, Lukas. Knall den Burschen weg.
Mehr als Steinchen gegen mich werfen kann er auch nicht. Aber zum Glück Magier anwenden. Oder Telekinesis oder irgendwie. Wahrscheinlich das Chroma anwenden. Das hat ihn schon ziemlich überrascht. Den Orakelkollegen. Ich finde diese Kämpfe cool. Auch wenn sie jetzt ein bisschen abgedroschen anmuten, ich finde sie geil. Tür. Also entweder hat er sich wegteleportiert. Nee, da lebt er noch. Gut. Du wirst hier nicht mehr deine Zauber kanalisieren, Freundchen. Denn wir hauen ab. Ich kann mir vorstellen, dass Wandläufe von dieser Länge doch extrem schwer sind. Oh man. Ha, so viel dazu. Ah, okay, ich habe nämlich die Position meiner Finger gewechselt und deswegen sind wir abgestürzt. Weil es geht mir auch ziemlich auf die ziemlich auf die Daumen. Ah, Gott. Gott sei Dank. Aber die Daumen sind für solchen Button Smashing immer noch die kräftigsten Finger. Empfehle ich euch immer mit den Daumen zu machen. Puh, schu, schu, schu. Sie haben das Kind. Agatha. Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Eine neue Ära, voll Friede und Sicherheit. Oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Wir haben gut daran getan, sie zu wählen. Sie haben mich von Anfang an benutzt, oder? Mich manipuliert, damit ich das Kind für sie finde. Manipuliert würde ich nicht gerade sagen. Eher geleitet. Wir beschützten sie, weil wir wussten, dass sie uns zu ihm bringen würden. Sie sind gar nicht Agatha, stimmt's? Ja, so ist es. Die arme Agatha starb in ihrer Wohnung. Sie hat uns ihre äußere Erscheinung geliehen, um mit ihnen kommunizieren zu können. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbahn erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Wir fanden ihren Körper und belebten sie wieder. Aber in Wahrheit sind sie tot, Lukas. Sehr schön. Das kann nicht sein. Ich bin nicht tot. Leben, Tod, nichts als abstrakte Begriffe. Sie gaben ihr Leben, damit die Menschheit überleben kann. Sie sind ein Held, Lukas. Sie mussten uns das Indigo-Kind unbedingt bringen. Und es gelang ihnen. Jetzt können wir es in Sicherheit bringen.
Sie haben Ihre Aufgabe gut gemacht. Niemals. Nein, ich traue Ihnen nicht. Jade bleibt bei mir. Du machst einen großen Fehler, Lukas. Ich werde dich beseitigen müssen. Ach so? Willst du das wirklich, außerirdisches Lichtwesen, Dingsi? Füge in deinem Cortex ein Modul hinzu. Da du bereits tot bist, kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Jeglicher Widerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Ach so? Das wollen wir doch sehen. Außerirdisches Licht-Dingsi-Wesen. Tja. Das nenne ich mit dem Kopf durch die Wand. Steh auf, Lukas! Schnell! Schnell! Hierher! Ach gut, dass uns die Penner helfen. Was ist er? Das Orakel scheint den Typen auch nicht zu kennen. Anscheinend gibt es jetzt hier drei Fraktionen und entschuldigt, dass ich ein bisschen mit meinem Stuhl knarze. Minus 55 Grad, ey. Das ist globaler Notstand. Das ist schon mehr als Notstand. Das ist Katastrophe, ist das. The day after tomorrow. Keine Ahnung, was zuerst rauskam, aber es ist das ein oder andere... ist bestimmt von so einem Szenario inspiriert worden. Ich möchte damit nicht sagen, dass der ganze Film vom Spiel inspiriert wurde, keineswegs, aber von diesem Szenario der unglaublichen Kälte. Schön, wie der Typ weiß, wo wir... oder schön, dass der Typ hier so eine unterirdische Geheimbasis hat. Ist natürlich sehr gut zu wissen. Doch wo bringt er uns jetzt hin? Weißt du, wer dieser Mann ist? Keine Ahnung. Er sagte mir, wir sollten ihm folgen. Wie kamst du zu mir? Dieser Mann brachte mich her, weil du Hilfe bräuchtest. Und was machen wir jetzt? Was sollen wir schon groß machen? Folgen wir ihm. Eben. Ach übrigens, das Indikun-Kind heißt im Übrigen Jade. Also so wie Jade Cocoon. Lukas, du bist wohlauf. Markus, wie kommst du hierher? Gott sei Dank lebt Markus noch. Sie haben mich gesucht und mir alles erklärt, Lukas. Du warst also doch nicht verrückt. Verzeih mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Wie sollte ich wissen, dass du in Wirklichkeit... Dass ich was? Das wird der Mann dir erklären. Was er aber genau erklären wird, sehen wir erst in der nächsten Folge, denn wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.